FIFA-Schiedsrichter Rudolf Greitlein erzählt uns heute, wie es begonnen hat, wie er Schneider geworden ist. Am 14. November 1919 in Fürth geboren. Und wie ging es dann weiter, Rudolf? Ja gut, so bin ich geboren, bin ich auch in die Schule gekommen. Und bin dann später musste ich ja praktisch irgendetwas, ein Geschäft haben. Dann hat man sich überlegt, was wird der Rudolf? Und mein Vater hat gesagt, ich habe jetzt einen Schreiner, ich habe einen Schuster, ich habe lauter Kinder, die einen Beruf haben. Und da muss der Kleinlein, der Rudolf, der muss dann auch einen Beruf lernen. Und da hätte er gern gehabt, dass ich nicht schneide, sondern irgendein Handwerkerberuf, mit dem, wo er sich, wo er praktisch immer hat. Kommt, da gehen wir rein. Da sind wir also da rein, ins Hinterhaus, vorne ist ein Kino gewesen und bin in der vierten Stock hochgelaufen. Da hat es noch keinen Dings gegeben, keinen Aufzug. Hochgelaufen. Und da ist eine Frau rausgekommen, dickig und so weiter. Und da sagt der Papa, ja, Sie haben doch irgendwie Lehrling. Ja, ja, aber müssen wir mit dem Vater sprechen. Und da sind wir dort rein und hat dem Vater genau das Gleiche gesagt. Und da sagt er, ja, ob der das schwere Biegeleisen heben kann. Das weiß ich nicht, ob das der richtige Beruf für ihn ist. Und dann hat er gesagt, aber machen wir es doch einmal. Sie haben doch vor vielen Jahren ihre Lehrzeit. Dann sagt er, ach, das können wir mal versuchen. Aber armseliges Bibel ist es schon. Also noch, bin ich also nein. Und was hat der Rudolf gemacht? Hat er irgendwie etwas gelernt? Mein Meister ist gewesen, der war ein Militärschneider. Der hat Änderungen gemacht für das Deutsche mit dem Militär. Und da bin meistens ich fortgeschickt worden und habe praktisch wieder ein Paket Kleider geholt, die geändert werden müssen. Das ist nicht mit dem Auto gekommen, die hat der Lehrling getragen. Und nach einem Vierteljahr sagt mein Papa, ja, was hast denn du jetzt gelernt? Na, also die meiste Zeit habe ich ja gelernt, dass ich Sachen geordnet habe und so weiter. Und die Frau vom Schneider hat immer gesagt, oh, wenn ich um 17 Uhr Feierabend gekriegt habe, du musst jetzt noch für den Meister, musst jetzt noch in die Metzgerei, musst du Vespa holen. Und das ist das alles, was ich dann gemacht habe. Mhm, so war das damals. Und aus dem Grund habe ich gelernt, bei dem für die Schneiderei nicht viel. Und wo hast du dann richtig gelernt? Richtig gelernt habe ich eigentlich erst dann, wie ich vom Krieg zurückgekommen bin. Ich bin ja da ist ein Krieg gewesen, da sind wir ja Frankreich, Polen und Militär, muss ich zum Militär. Und erst, wo ich heimgekommen bin, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mich besinnen, ich muss jetzt irgendwas lernen. Und da hat in Gemringheim jemand, der meine Verwandten kennengelernt hat, hat gesagt, ich suche jemanden, der mir irgendwie behilflich ist bei meinen Arbeiten. Und da bin ich dann gewesen und von dem habe ich noch gewusst, weil er zu mir gesagt hat, du musst etwas lernen. Denn wenn du in die Lehre gehst und die Lehre aus ist, dann musst du etwas können, dann musst du eine Hose, dann musst du eine Weste machen können und deshalb musst du dich anstrengen. Habe das gemacht, bin bei den Besen, hab gelernt, hab viel gelernt und aus dem Grund bin ich dann etwas geworden, wo der Meister, der es gesagt hat, nach einem Jahr hat er Kleinlein, der kennt den Karriere mehr wie ich. Und dann habe ich die Meisterprüfung gemacht. Zuerst die Gesellenprüfung. Und dann die Meisterprüfung. Und dann die Meisterprüfung. Und dann die Meisterprüfung habe ich mit vorzüglich habe ich das
Verstanden. Ohne Weihnachtskraft. Und so bin ich, habe ich einen Ruf. Ja, weiter geht's ja jetzt nicht mehr. Ja, und dann hast du in Stuttgart-Gablenberg. Ich habe ja Fußball gespielt. Mhm, das kam dann. Ich bin ein guter Fußballspieler gewesen, da habe ich bei der Spielvereinigung Fürth habe ich Fußball gespielt. Was war dann das nächste? Dann bei der Spielvereinigung Fürth gekommen bin, habe ich ja, das war 1954. Habe ich die Anneliese Wittich, die hat kennengelernt, und die Anneliese geheiratet, weil sie war BDM-Mail-Führerin, und ich habe sie damals irgendwie kennengelernt, wo sie Beiträge für das BDM und für die Nazi eingesammelt hat, weil sie Führerin gewesen ist. Und dann habe ich sie kennengelernt und bin aber anschließend, aber dieses Kennenlernen war ja nur, das waren ja nur eine halbe Stunde, wo ich sie dann mit dem Fahrrad wieder in die Landhausstraße zu ihrer Mutter gebracht habe. Und da habe ich gesagt, also wir sehen uns ja dann am Sonntag, sehen wir uns wieder am Neckar, da gehe ich mit meiner Freundin spazieren und da kannst du dich anschließen. Und so war das. Und wo ich wieder zurück, wir sind da zum Beispiel beim Arbeitsdienst in Gemringheim gewesen, wo ich wieder zurückgekommen bin zu meiner Kompanie, hat der Chef gesagt, Rudolf, wir müssen versetzt werden, wir kommen nach Mönchengladbach am Ende des Monats, am Ende der Woche. Da sage ich, ja, so wie so. Ja, dann müssen wir die Auffangstellung für den Krieg bauen. Und das werden wir versetzt. Und so bin ich halt nicht zu der Vereinbarung, dass wir am Neckar miteinander spazieren gegangen, bin ich halt weg. Und da kam der Krieg dazwischen. Einsatz, kam Russland, kam Polen, kam Italien. Irgendwo im Krieg bin ich halt unterwegs gewesen. Und erst 1954, wo ich von der amerikanischen Gefangenschaft wieder nach Hause gekommen bin, habe ich mir auf dem Weg, wo ich in Le Havre vom Schiff runterkam und auf die Bahn in Richtung Kirchheim-Neckar fahre, habe ich mich erinnert in Heilbronn, hast doch vor 8 Jahren hast du hier ein Mädel kennengelernt. Suchst du mal nach dem Mädel in Kirchheim und versuchst du mal irgendwie, ob die verheiratet ist oder so weiter. Und da habe ich in Heilbronn, habe ich den Zug verlassen und habe einen Besuch gemacht in Kirchheim am Neckar, und wo ich dann ausgestiegen bin und bin oben in die Landhausstraße und habe bei Wittichs geklingelt, kam die Mutter raus und hat gesagt, das ist der Rudolf, da ist der Rolf, der kommt gerade von Amerika. Da ist die Anneliese rausgekommen und hat mich begrüßt und hat gesagt, ja, nur damals hat es ja nicht geklappt mit dem Land spazieren gehen am Neckar. Dann habe ich gesagt, deshalb habe ich mich erinnert, wie es. Und da hat es geheißen, ja, es ist nicht verheiratet. Und das war im April, wo ich zurückgekommen bin. Und wir haben uns dann befreundet. Und Ende des Jahres, am 21. Dezember, haben wir geheiratet. Und somit hat bei mir das Leben erst richtig angefangen.